be good for the baby. Freunde vertrauen sich alles an. Freunde sind füreinander da, wenn man sie braucht. Das suggerieren zumindest viele Sendungen, die es mittlerweile gibt, die Freundschaften ja fast schon romantisieren. Im wahren Leben sieht es oft ganz anders aus und Freunde kommen und gehen. Und ja, das hat uns oft schon mit einem komischen Gefühl hinterlassen. Und wir haben uns vielleicht die Frage gestellt, wird es den anderen Freundschaften auch irgendwann einmal so gehen? Und warum gehen Freundschaften überhaupt auseinander? Viele Fragen, auf die ich in diesem Video mit euch Antworten finden möchte. Und tatsächlich, eine Antwort liegt im Grundverständnis über Freundschaft. In meiner Jugend, da habe ich Zeit mit ganz unterschiedlichen Menschen verbracht. Mit der einen Clique konnte man besser einen drauf machen. Mit anderen Menschen war es einfacher, Deep Talk zu führen. Und mit anderen wiederum konnte ich gut Hausaufgaben machen. Und tatsächlich war ich in jeder dieser Begegnungen immer irgendwie ein bisschen anders. Ich habe mich angepasst. Und deswegen hat mir das damals auch Angst gemacht, wenn aus diesen verschiedenen Cliquen sich Leute auf einmal getroffen haben. Und ich habe mich immer gefragt, oh, wie wird denn das sein? Wie würde ich denn dabei mich verhalten? Das war immer eine sehr spannende Frage. Jetzt könnte man sagen, und das ist wahrscheinlich die gängige Meinung, ja, du hast da nur eine Rolle gespielt. Such dir lieber Freunde, wo du wirklich du sein kannst. Und ich verstehe den Gedanken, aber ich werde dir heute sagen, warum ich das anders sehe. Problem Nummer eins, unsere Erwartungen. Das Problem mit Freundschaften liegt vor allem in unserem Ideal, in unserer Vorstellung, wie Freundschaften zu sein haben. In einer qualitativen Studie zu Freundschaften von Frauen über alle sozialen Milieus hinweg zeigte sich über alle Gruppen hinweg vor allem eine Diskrepanz zwischen Vorstellungen und Wirklichkeit des Freundschaftslebens. Diese besteht auf der einen Seite in einer Sehnsucht nach Aufgehobenheit, auf der anderen Seite in einer systematischen Überforderung mit der Freundschaftsführung. Systematische Überforderung mit Freundschaftsführung. Also was genau fällt uns denn schwer, Freundschaften zu führen? Die Studie kommt hier zum Schluss, dass Freundschaften immer weniger an gemeinsame lebensweltliche Erfahrungen geknüpft sind. Dadurch, dass es mittlerweile so viele Möglichkeiten und Angebote gibt und wir uns immer weiter individualisieren, wird es immer schwieriger, Gemeinsamkeiten bzw. überhaupt gemeinsame Erfahrungen in Freundschaften herzustellen. Während der oder die eine vielleicht eher Serien und Filme bei Netflix schaut, schaut jemand anderes vielleicht bei Disney Plus oder bei Apple TV Plus. Und während die eine vielleicht eher Call of Duty zockt, spielt der andere lieber Kartenspiele. Dafür hat sich tatsächlich der Begriff der fragmentierten Freundschaft durchgesetzt. Problem Nummer zwei: Freunde als Projektion unserer Wünsche. Hab Freunde, mit denen du so sein kannst, wie du bist. Das ist so die gängige Meinung, aber wer du bist, das ist ja nicht gerade wenig. Wir alle haben so viele verschiedene Facetten in Form von unterschiedlichen Bedürfnissen, Vorstellungen und Wünschen. Auch wenn enge Freunde sehr nah an dieses Ideal herankommen und manche Menschen tatsächlich auch das Glück haben, eine einzige Seele in zwei Körpern gefunden zu haben, ist es in der Realität doch oft ein bisschen schwieriger. Ich glaube tatsächlich, beides ist wahr. Wir können auf jeden Fall den Weg einschlagen und vor allem Freunde haben, die uns ähnlich sind. Und dann haben wir relativ ähnliche Interessen und Hobbys, vielleicht auch eine ähnliche Sicht auf die Welt, vielleicht auch politisch nicht sehr weit auseinander. Und am Ende kann man sich über sehr viele Themen auch austauschen und ist sich vielleicht einer Meinung. Auch in der überwältigenden Mehrheit der Philosophiegeschichte wird tatsächlich Freundschaft auch als ein Bündnis zwei Gleichgesinnter bzw. Verbündeter im Geiste gesehen. Nur mit Gemeinsamkeiten gibt es Schnittpunkte, sodass man sich auch wirklich verbunden fühlen kann mit einer anderen Person. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, auch Vielfalt zu leben, auch in Freundschaften. Ähnliche Interessen und Hobbys ermöglichen gemeinsame Erlebnisse. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der vielleicht auf der Suche tatsächlich ist nach Freunden, auch genau danach zu schauen. Und trotzdem ist es auch möglich, ohne das Freundschaften zu schließen. Ähnliche Interessen und Hobbys ermöglichen gemeinsame Erlebnisse. Ich habe aber auch Freunde, mit denen habe ich gar nicht so viele gemeinsame Hobbys und die haben auch eine ganz andere Sicht auf die Welt, vielleicht auch eine andere politische Sicht. Jetzt keine Nazis, aber durchaus eine andere Perspektive mit tatsächlich auch grundsätzlich gegensätzlichen Positionen. Und ich glaube, das ist aber auch genau das Spannende, was ich auch so gut finde und so erfrischend finde, dass man einfach einen anderen Blick bekommt auf die Welt. Zu oft bewegen wir uns in unseren Bubblen mit den Interessen und Meinungen, die wir so oder so schon vertreten und verlieren den Blick für das Große und Ganze, für die Vielfalt der Meinungen, die es in unserer Gesellschaft gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das ich auch erst durch die Schulzeit und Jugend so richtig gelernt habe.
andere Meinungen und andere Menschen mit anderen Interessen auch mehr zu akzeptieren und mehr zu tolerieren, mich auch auf sie einzustellen. Das heißt nicht, dass ich mich verändere, sondern das heißt, dass ich mich einlasse auf mein Gegenüber, auch wenn er vielleicht nicht genau mit den Meinungen und mit den Ansichten, die ich habe, übereinstimmt. Freundschaften können dann also auch vorbereiten auf andere Begegnungen mit Menschen. Und Daniel Schreiber, der erläutert eine dieser Sichtweisen in seinem Buch Allein. Großartiges Buch, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, sehr einfühlsam geschrieben. Es ist ein persönlicher Essay und da schreibt er über seine Corona-Zeit und welche Bedeutung Freundschaft vor allem für ihn erlangt hat in dieser Zeit. Und in diesem Buch, da erläutert er verschiedene Sichtweisen, die diesen Gedanken auch nochmal auffassen, dieser Vorbereitung auf das, was später kommt. Und zu Ende gedacht oder ein bisschen extremer fand ich den Gedanken, dass tatsächlich auch mehr oder weniger Freundschaften auf das Beziehungs- und Familienleben vorbereiten. Dass also all das, was wir jetzt in Freundschaften, auch in der Jugend und so weiter erleben, das gegenseitige Aufeinander einstimmen, abstimmen, aber auch Grenzen kennenlernen, dass uns das vor allem für später vorbereitet. Ich finde Gedanken aber auch ein bisschen traurig, weil das auch bedeutet, dass sich der Mittelpunkt irgendwann verlagert bei vielen, nämlich zum Beziehungsleben, zum Familienleben. Und ich muss sagen, mit dem Gedanken hatte ich die letzten Wochen tatsächlich auch zu kämpfen. Ich möchte diese Veränderung, glaube ich, noch nicht. Ich finde es super schön, mit Freunden Zeit zu verbringen. Und so sehr ich auch meine Beziehung schätze, so sehr ich es auch zu schätzen weiß, überhaupt in einer Beziehung zu sein und so viel Zeit mit einem Menschen zu verbringen, finde ich es einfach auch unheimlich schön, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Und mit anderen Menschen, mit denen man verrückt sein kann, mit denen man lachen kann, mit denen man andere Erfahrungen einfach sammeln kann. Und ich will ungern in dieses Kapitel schon kommen, wo jeder nur noch so für sich ist mit seinen Beziehungspartnern. Ja, aber ich glaube tatsächlich, wenn einem das wichtig ist, dass man das beibehalten kann. Und davon bin ich mittlerweile fest überzeugt. Und das ist ein Gedanke, der mich etwas beruhigt, was das angeht. Nicht jede Freundschaft hat Bestand, aber wenn es beiden wichtig ist, dann kann man eine Freundschaft erhalten. Doch wie gehen wir da jetzt genau vor? Erstens, Erwartungen anpassen. Durch die zunehmende Pluralisierung der Gesellschaft und immer mehr Möglichkeiten wird es immer schwieriger, gemeinsame Lebenswelten zu schaffen. Das ist tatsächlich etwas, was man einfach akzeptieren muss, was wir anerkennen müssen und was uns dann aber auch ein bisschen Frieden geben kann. Denn wir können unsere Erwartungen einfach etwas runterschrauben, was zum Beispiel Verfügbarkeiten angeht, was füreinander Dasein angeht. Und wir können es aber umso mehr schätzen, wenn sich die Menschen Zeit für uns nehmen und wenn wir Zeit mit ihnen verbringen. Zweitens, Diversifizierung unserer Wünsche. Ähnlich wie in einer Beziehung sollten wir schauen, dass wir nicht all unsere Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse auf eine einzige Person übertragen, sondern dass wir schauen, mit wem macht es vielleicht auch einfach mehr Spaß, feiern zu gehen? Mit wem kann ich besser über Gott und die Welt sprechen? Und wen sehe ich vielleicht lieber in einer Gruppe und trinke aber mit diesem Menschen einfach gerne ein Bierchen? Nur für die Zeit zu zweit reicht es vielleicht manchmal nicht. Ist doch alles legitim. Darüber offen zu sprechen und sich auch Gedanken zu machen, was ist dir denn wichtig, das ist hier der nächste Schritt. Drittens, Vielfalt leben. Auch wenn ich vielleicht mit nicht mehr so vielen Menschen in Kontakt bin, wie es in der Jugend der Fall war, so sind meine Freundschaften doch intensiver geworden. Trotzdem pflege ich gerne noch einen größeren Bekanntenkreis, mit dem ich auch hin und wieder Kontakt habe. Einfach, weil ich immer mal wieder aus der Bubble ausbrechen möchte. Und da macht es einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß, neue, frische Gedanken und Impulse zu bekommen. Mit Kartenspielen zum Beispiel habe ich sonst eher sehr wenig zu tun. Aber mit einem guten Freund lasse ich mich immer drauf ein. Und er hat mir vor ein paar Tagen sein neues Kartenspiel gezeigt, für das er halt unnormal brennt. Und das war spannend, ihn dabei zu sehen, wie er leidenschaftlich über dieses Spiel berichtet. Was ich also für mich herausgefunden habe, ist, nicht immer muss ich die Faszination in allen Dingen sehen. Mir reicht es, faszinierte Menschen zu erleben. Am Ende dieses Videos möchte ich dir noch sagen, dass ich mir wirklich wünsche für dich, dass du erfüllende Freundschaften führen kannst und dass die Freunde, die du aktuell auch hast, dass es dir gelingt, sie zu behalten und zu bewahren. Denn Freunde sind wirklich das, was uns mit der Welt irgendwie verbunden fühlen lässt. Und das ist sehr, 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 sehr viel wert. In diesem Sinne, bis ganz, ganz, ganz bald hier wieder auf dem Kanal und ich freue mich auf dich.